Herzlich willkommen beim Workout of the Week. Freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir machen heute drei Durchgänge. Der erste Durchgang wird ziemlich hart. Der zweite Durchgang dann ein bisschen zum Durchpusten. Und der dritte Durchgang wieder genauso hart wie der erste. Die einzelnen Übungen zeige ich euch nach dem Aufwärmen. Mit dem Aufwärmen legen wir jetzt gleich los. Wir starten mit der Windmühle. Dafür stehen wir ein bisschen breiter als schulterbreit da und gehen dann mit der Hand runter zum gegenüberliegenden Fuß. Der andere Arm strecken wir nach oben und das Ganze im schnellen Wechsel. Und wir werden schneller. Gut, stellen wir uns auf, drehen den kompletten Körper, Arme ganz ausgestreckt nehmen wir mit. Gut, dann gehen wir in den Squat, halten diese Position. Laufen ein paar Schritte nach vorne und wieder zurück. Bleiben nach unten. Und stellen uns wieder auf. Jetzt springen wir und bei jedem zweiten Sprung ziehen wir die Knie hoch. Stellen uns schulterfrei hin, gehen mit den Händen vor uns auf den Boden und laufen jetzt auf den Händen nach vorne, bis wir in der Liegestützposition sind, machen dann einen Liegestütz und laufen wieder zurück. Stellen uns auf, laufen nochmal nach vorne, machen zwei Liegestützen. Und laufen wieder zurück. Und das Ganze noch einmal mit drei Liegestützen. Jetzt gehen wir mit den Händen wieder vor uns auf den Boden. Machen jetzt einen Sturzflug. Dafür gehen wir mit der Stirn runter zum Boden, so wie beim Military Press. Aber dann drücken wir uns weiter nach vorne durch und schauen anschließend wieder hoch zur Decke. Und drücken uns dann wieder nach oben in umgekehrter Reihenfolge. Davon machen wir jetzt fünf Stück, fünf Sturzflüge jeder.
Okay, dann springen wir noch auf der Stelle und überkreuzen jeweils die Beine vorne und hinten im Wechsel. Und wir joggen ganz normal auf der Stelle und Fersen an hinten. Und jetzt die Knie vorne hoch. Werden schneller. Und jetzt die letzten 10 Sekunden noch mal schneller werden. Und gut. Okay, das war's mit dem Aufwärmen. Ich zeige euch jetzt die einzelnen Übungen. Erste Übung, Eselstritt. Dafür stehen wir da. Bringen die Hände vor uns auf den Boden. Und springen dann mit den Füßen nach hinten hoch. Und treten aus nach hinten. Nächste Übung, Schneeengel. Dafür liegen wir auf dem Bauch. Beine und Arme sind ausgestreckt und vom Boden weggehoben. Und dann bringen wir die Arme und, über dem Rücken zusammen nach hinten. Und im gleichen Moment gehen die Beine nach außen. Nächste Übung, Trizeps drücken. Dafür liegen wir auf der Seite. Der Arm, auf dessen Seite wir liegen, der hält sich hier seitlich am Körper fest. Mit dem anderen Arm gehen wir ungefähr auf Brusthöhe, stützen wir uns ab und drücken dann aus dem Trizeps unseren Oberkörper nach oben. Das funktioniert auf der anderen Seite natürlich genauso. Nächste Übung, Squat trippeln. Dafür sind wir hier wieder im Squat und heben dann abwechselnd unsere Beine, unsere Füße kurz vom Boden weg. Nächste Übung, breiter Liegestütz. Dafür befinden wir uns hier im Liegestütz und greifen dann breit und machen dann ganz normale Liegestützen. Nächste Übung, Seitstütz mit Beinheben. Dafür sind wir hier im Seitstütz und heben dann jeweils das Bein an, auf dessen Seite wir nicht liegen. Nächste Übung, Mountain Climber. Ausgangsposition ist der Liegestütz. Und dann springen wir mit einem Fuß zu der jeweiligen Hand nach vorne, wieder zurück und mit dem anderen Fuß und das im Schnellwechsel. Nächste Übung, Engelliegestützen.
genauso wie vorhin, nur dass wir eng greifen. Das heißt, die Finger berühren sich hier und dann gehen wir runter, ungefähr auf Höhe der Brust sollten die Hände dann sein. Nächste Übung, einbeinige Sprünge. Wir stehen auf einem Bein und springen dann schöne hohe Sprünge, ganz ausspringen. Und nächste Übung, Adler. Liegend, das heißt, wir liegen auf dem Bauch. Unsere Arme sind zur Seite ausgestreckt und dann bewegen wir sie nach oben und unten, so als ob wir fliegen würden. Und letzte Übung, Burpees. Dafür stehen wir da. Bringen unsere Hände vor uns auf den Boden, springen mit den Füßen zurück, machen einen Liegestütz, springen mit den Füßen wieder nach vorne und aus dieser Position machen wir einen Strecksprung. Okay, das waren die Übungen. Erster Durchgang wird wie gesagt genauso hart wie der letzte Durchgang. Da machen wir 60 Sekunden Belastungszeit, 15 Sekunden Pause. Zweiter Durchgang dann nur 45 Sekunden Belastungszeit bei gleichbleibender Pause. Ich stelle noch kurz den Timer ein, dann geht's gleich los. Okay, Timer läuft, gleich geht's los. Erste Übung, Eselstritte. Und los! Pause. Nächste Übung, Schneeengel. Und los. Pause. Nächste Übung, Trizeps drücken. Nach der Hälfte der Zeit, Seitenwechsel. Und los.
Und Seitenwechsel. Nächste Übung, Squat Trippeln. Und los. Noch 15 Sekunden. Gut. Nächste Übung, breiter Liegestütz. Und los. Pause. Nächste Übung, Seitstütz mit Beinheben. Nach der Hälfte der Zeit, Seitenwechsel. Und los. Seitenwechsel. Pause. Nächste Übung, Mountain Climber. Und los. Thank you.
Pause. Nächste Übung, enger Liegestütz. Und los. Pause. Nächste Übung, einbeinige Sprünge. Nach der Hälfte der Zeit, Seitenwechsel. Und los. Seitenwechsel. Pause. Vorletzte Übung, Adler liegen. Und los. Gut. Letzte Übung vor der Pause. Burpees. Auf geht's. Und los. Thank you.
2 Minuten Pause. Langsam wieder bereit machen, noch 30 Sekunden, dann geht's weiter. Zweiter Durchgang, nur noch 45 Sekunden Belastungszeit, gleichbleibende Pause. Erste Übung wieder Eselstritte. Und los! Pause. Nächste Übung, Schneeengel. Und los. Pause. Nächste Übung, Trizeps drücken. Nach der Hälfte wieder wechseln. Und los.
Seitenwechsel. Pause. Nächste Übung, Squat Triple. Und los. Noch 15 Sekunden. Pause. Als nächstes breiter Liegestütz. Und los. Pause. Nächste Übung. Seitstütz mit Beinheben. Nach der Hälfte Seitenwechsel. Und los. Seitenwechsel. Pause. Nächste Übung, Mountain Climber. Pause. Nächste Übung, enger Liegestütz. Und los. Yeah.
Nächste Übung. Einbeinige Sprünge. Nach der Hälfte Seitenwechsel. Und auf geht's. Seitenwechsel. Pause. Nächste Übung, Adler. Und los. Pause. Und letzte Übung, dann gibst du deine Pause. Burpees. Auf geht's. Pause. 2 Minuten Pause. Und bereit machen, in 30 Sekunden geht's weiter. Okay, letzter Durchgang. Nochmal alles geben, alles raushauen. Jede Übung ein letztes Mal. Haben wir es wieder geschafft. 60 Sekunden Belastung. Und ist es dritte. Los geht's.
Pause. Nächste Übung, Schneeengel. Und auf geht's. Pause. Nächste Übung, Trizeps drücken. Nach 30 Sekunden Übungswechsel. Los geht's. Seitwechsel. Pause. Nächste Übung, Squat trippeln. Und los. Noch 15 Sekunden. Gut. Nächste Übung. Breiter Liegestütz. Und los!
Pause. Nächste Übung, Seitstütz mit Beinheben. Nach 30 Sekunden Seitenwechsel. Und los. Seitenwechsel. Pause. Nächste Übung, Mountain Climber. Und los. Pause. Nächste Übung, enger Liegestütz. Los. Geschafft. Nächste Übung, einbeinige Sprünge. Nach 30 Sekunden Seitenwechsel. Und los. Seitenwechsel. Thank you.
Pause. Vorletzte Übung. Adler liegend. Und los. Pause. Und die allerletzte Übung für heute. Burpees. Auf geht's, nochmal durchbeißen. Und los. Pause. Und geschafft. Sehr gut. Brutal starke Leistung. Macht eine Pause und bleibt dran, wenn ihr wollt, zum Cooldown. Bis gleich. Okay, bereit für den Cooldown. Wir legen uns auf den Bauch. Die Hände auf Höhe der Brust neben uns. Dann drücken wir uns nach oben. Schauen an die Decke. Hüfte bleibt auf dem Boden. Lösen die Spannung langsam, gehen wieder runter. Und gehen nochmal in die Spannung.
Gut, löse die Spannung langsam. Gehen auf die Knie. Bleiben so im Vierfüßlerstand. Auf den Händen, auf den Knien. Machen jetzt einen Rundrücken. Halten das für ein paar Sekunden und machen dann ein Hohlkreuz. So wie vorhin. Nach oben schauen und den Rücken durchdrücken. Halten das auch für ein paar Sekunden. Wechseln dann wieder in den Rundrücken. Und jeder für sich. Immer wechseln, ein paar Sekunden halten, wechseln. Okay, dann legen wir uns wieder auf den Bauch. Ziehen das rechte Bein an. So dass es im Oberschenkel spannt. Lösen die Spannung langsam. Nehmen das linke Bein, ziehen das an. Lösen die Spannung. Stellen uns auf, ne, beziehungsweise bleiben noch auf den Knien. Drehen jetzt die Hände umgekehrt. Gehen mit der Handfläche auf den Boden und jetzt legen wir es leicht nach hinten, sodass es in den Unterarmen spannt. Jeder nur so weit, wie er kann. Ich selber kann auch nicht allzu weit. Aber macht euch nichts kaputt. Lösen die Spannung. Schütteln kurz die Arme aus. Und machen das Ganze nochmal. Okay, lösen die Spannung, stellen uns auf. Gehen immer hoch auf die Zehenspitzen, runter und dann auf die Fersen. Und auf die Zehenspitzen und auf die Fersen. Immer im Wechsel, jeder für sich.
Okay, dann kreisen wir die Schultern nach vorne, in schönen großen Kreisen. Wer möchte, kann auch die Handgelenke noch mit dazu kreisen. Ohren andere Richtung. Gut, schütteln uns aus. Greifen nochmal nach oben, machen uns ganz lang. Gehen auch wieder auf die Zehenspitzen. Okay, atmen jetzt tief ein, nehmen die Hände nach oben. Und lassen uns nach unten fallen, atmen aus, nochmal nach oben, tief einatmen. Und fallen lassen und ausatmen. Gut. Das war's. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Denkt daran, nächste Woche Partner-Workout. Sucht euch einen geeigneten Partner und fordert ihn heraus. Und dann sieht man sich nächste Woche. Und bis dahin, bleibt natürlich. Stay natural.